Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wahlheim. Ich bin Flex, freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid, ihr Lieben. Ja, weiter geht's in den Ebenen. Unsere Jagd nach Kobold-Totems und nach Kobolden und Kobold-Lagern geht weiter. Ich hatte gesagt, ich wollte offscreen ein bisschen schauen, ob welche in der Nähe sind. Habe ich auch gemacht. Ich habe zwei Stück gefunden. Weit musste ich aber nicht laufen. Allein, wenn ich euch zeige, wo dieses erste Kobold-Lager hier ist auf der Karte, werdet ihr euch bestimmt genauso wie ich fragen, wie wir das in der letzten Folge nicht sehen konnten. Denn hier haben wir in der letzten Folge diesen kleinen Koboldturm leer gemacht, wo wir das Koboldlager, das Totem gefunden haben. Und hier ist noch ein Koboldlager. Direkt daneben. Und zwar ein riesengroßes, das größte Koboldlager, was wir bis jetzt entdeckt haben, möchte ich sogar sagen. Da sind zwei große Signalfeuer drin. Da rennt auf jeden Fall wenigstens ein Berserker, wenn nicht zwei rum, was ich so gesehen habe auf den ersten Blick. Hier vorne läuft auf jeden Fall auch gleich schon so ein vor sich hin leuchtender Schamane irgendwie rum. Und was ich auf die Entfernung auch schon gesehen habe, das Lager hat ein Totem. Da, guck mal, zwei große Signalfeuer. Wir sind auch wieder spät abends jetzt hier. Wir müssen eigentlich direkt wieder umdrehen und ins Portal rennen. Das ist ja aber gleich hier unten. Der Weg ist nicht weit. Weil, wie gesagt, ich musste wirklich nur ein kleines. Oh, hat es doch schon einer gesehen. So, da zwei große Signalfeuer. Hier vorne. Moment, wo ist es jetzt hin? Da, jetzt leuchtet es. Hier vorne, ich habe hier vorne ein Totem leuchten sehen. Da leuchtet das Totem. Das heißt, wir hätten dann fünf Stück voll. Oh, wie gut. Das müssen wir direkt nochmal umdrehen. Das passt natürlich super. Es ist dunkel, aber egal. Wir müssen eh, wir haben gar keinen Ausgeruht-Bonus. Das ist sowieso, wir hätten sowieso nach Hause gemusst. Jetzt hier tatsächlich. Wir müssen zurück. Wir haben keinen Ausgeruht-Bonus mehr und den brauchen wir auf jeden Fall. Denn das ist, wie gesagt, das größte Lager, was wir bis jetzt entdeckt haben. Und hier drüben muss ich auch wirklich nur ein kleines Stück über diesen Fluss hüpfen. Dann habe ich hier auf die Entfernung noch eins gesehen. Das werden wir trotzdem uns auch angucken. Auch wenn wir die fünf Totems voll haben, werden wir uns hier noch umschauen. Und wir wollten ja noch gucken, wo wir hier eventuell noch was aufbauen. Letzte Folge hat ja schon Platz so ein bisschen rausgesucht. Aber ich glaube, wir ändern das nochmal. Weil es kam auch die Idee rein, eventuell an diesen großen Steinmonolithen, an diesen riesengroßen, da, an diesen großen Felsen, ob man da nicht was dran bauen könnte. Das wäre natürlich richtig, richtig super. Vor allem, weil der hier auch noch direkt am Wasser ist. Das wäre so perfekt, wenn wir den hier nehmen würden. Das müssen wir mal gucken. Wenn man da eine Plattform drumherum bauen kann, wie bei unserer Baumplattform, unser Holzbaumhaus, dann bauen wir uns hier eine Plattform dran. An diesen einen erstmal. Irgendwo waren aber noch mehr. Wir hatten hier irgendwo noch eine Formation gefunden. Die kam eigentlich als Vorschlag rein. Aber ich habe jetzt diesen hier auserkoren, weil der hier unten direkt am Wasser ist. Und dann hätten wir gleich einen. Oh, da haben wir jetzt vielleicht eine Kobold-Patrouille zum Abend. Hätten wir gleich eine Möglichkeit, wo wir super anlegen können. Grüß dich. So, die müssen wir natürlich mitnehmen. Und da drüben rüber fliegt auch noch irgendwas rum. Ich glaube, da haben wir noch einen Kobold erschlagen, so wie das aussieht. Ein Sterne-Kobold, was da alles rumblinkt. Einmal zurück zur Anlegestation. Ja, hier hat es auf jeden Fall einen Sterne-Kobold erwischt. Zack, sammeln wir kurz mit ein. Und zurück nach Hause. Einmal kurz die Taschen leer machen. Können wir gleich wieder bei der Gelegenheit unsere Felder einmal überprüfen, wie es da so aussieht. Pfeile sind super. Wir haben 98 Stück. Da war ich schon wieder zu Hause gewesen. Habe neue Pfeile gebaut. Haben wir irgendwas dabei, was wir wegschmeißen müssen? Ja. Schwarzmetall. Auf Wiedersehen. Und ab nach Hause, wo es gemütlich ist und nicht regnet. Wo man am Feuer sitzen kann. Ach, herrlich. Oh, ich freue mich, Leute. Wir haben das letzte Totem, aber fünf Stück voll. Dann können wir, wenn wir wollen, ne, sind wir in der Lage, zumindest, wir können, also wenn wir wollen, können wir den letzten Boss beschwören. So, das hier rein, das hier rein. Immer noch keine Kiste für Gold hier. Müssen wir immer noch einmal zurück ins andere Haus hüpfen. Ganz rüber. Ich glaube, ich muss hier, wir müssen hier irgendwo in dem Haus stellen wir auch mal jetzt gleich mal eine Wertsachenkiste noch auf. Dass wir nicht immer für jede Goldmünze hier rüberhüpfen müssen. So, da sieht man auch. Wenn ins Spiel mal was reinkommt, was wir kaufen, was sich zu kaufen lohnt, dann sind wir vorbereitet. Ich will die Sachen trotzdem einfach sammeln, lieber die Münzen, ne? Weil mit den einwendigsten Updates kann ja sein. Wird mit Sicherheit auch so sein, dass der Händler noch andere Sachen ins Angebot kriegt. Und wenn nicht, müssen wir mal gucken. Wir haben ja doch mittlerweile ein paar Angelköder verbraucht. Und angeln müssten wir eigentlich auch nochmal wieder. Aber naja, wir können ja alles gleichzeitig machen. Oh, zu Hause. Ja.
wieder ins Schinkenbett gerollt. So. Ja. Ich fühle mich ausgeruht. Das ist super. Aber wir haben auch eigentlich Gemütlichkeit 15 lassen. Wir wollten erstmal in unseren Rabenthron noch setzen. Dann haben wir doch gleich noch Gemütlichkeit 15. Wie viel Essen haben wir noch? 4, 4, 4. Wir können nicht mehr so viel herstellen. Weil wir keine, also zumindest keine Fisch haben mehr. Wir haben kein Fischfleisch mehr. Das habe ich schon geguckt. Fischfleisch ist aus. Ja, wir müssen eigentlich auch angeln gehen. Ja, sonst aus. Gerste. Naja, auch nicht so viel. Lochsfleisch. Auch nicht so viel. Das geht noch. Das geht noch. Ah, wir haben hier drüben auch ganz toll. Deswegen hier haben wir Dunkelwald, Leute. Wir haben hier an den Ebenen Dunkelwald. An dem Stück. Moment, das ist ja gar nicht die richtige Seite. Aber es macht nichts. Wir haben hier an den Ebenen Dunkelwald. Hier, wo wir das Kobaltlager haben. Hier oben drüber kommt Dunkel. Das heißt, wir hätten hier die Möglichkeit auch noch... zumindest hier... noch Disteln zu sammeln. Direkt da vor Ort zum Beispiel. Und auch so noch ein bisschen Baumaterial. Und noch ein bisschen Erze. So, Moment, hier sind wir immer noch. Okay. Ausgeruht sind wir. Ausgeruht sind wir nicht voll. Jetzt nochmal. 22 Minuten voll ausgeruht. Ah, wir kriegen erst wieder unterwegs Hunger. Macht auch nichts. Los geht's. Das nächste Totem war das größte Koboldlager bisher. Und dann steht aber sowieso auch noch eine Schiffsreise zurück, steht ja auch noch an. Wir müssen das ganze Metall noch nach Hause bringen. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen wollen. Ob wir so rum zurückfahren oder ob wir versuchen, das, ob wir das hier oben umrunden können. Und, aber ich glaube, hier zwischen kann man auch nirgendwo durchfahren. Ich schätze mal, wir müssen schon, wenn wir das zurückbringen wollen, so rum zurückfahren hierher. Oder wir schmelzen das Eisen hier vor Ort ein und bringen die Fäden hierher. Aber zurück nach Hause fahren müssen wir so oder so. Na du! Elender Todeskito. So, Moment, wir müssen da hoch. Aber ich will den Goblins ausweichen. Oder Goblin-Patrouille da unten. Goblin-Kobold-Patrouille, egal, ihr wisst, was ich meine. Kleinen grünen Viecher mit spitzen Ohren, die sich die ganze Zeit freuen. Ah! Mistiges Viech. Ah, wir können was essen. Sehr schön. Bis wir da ankommen, haben wir voll ausgeruht. Haben volle Ausdauer. Und volle Lebensenergie. Wir haben 100, knapp 100 Pfeile dabei. Wir haben eine super Position von da oben. Wir gucken genau rein ins Koboldlager von oben. Wir können also super versuchen, so viele Kobolde wie möglich schon mal auf die Distanz wieder im Schleichen zu erwischen. Mit nur einem einzigen schönen Schuss. Tada. So. Pfeil und Bogen schon mal bereit. Letztes Stück gemütlich hier, damit die Ausdauer schön voll ist. Jetzt kommt natürlich Nebel auf, ne? Kann nicht sein. Kann sein. Okay, Leute, wir sind da. Das größte Koboldlager, das wir uns bis jetzt hier angesehen haben. Da lacht schon der Große. So, da oben steht schon einmal einer auf dem Turm. Den kann man doch im Nebel gut sehen. Sauberer Treffer. Und wir sind noch versteckt. Das Auge ist noch klein. Hat uns noch keiner gesehen. Aber die dürfen uns im Nebel ja eigentlich auch nicht so gut sehen können. Da schleicht einer mal eine Fackel rum. Da steht der Schamane am Feuer, oder? Ist das ein Schamane? Irgendwas steht doch da. Nein, es ist Totem. Oh nein, ich schieße auf das Totem. Da steht auch was, ja, aber es ist kein Schamane. Au, au, au. Speerwerfer, ne? Nicht gut, der soll uns auf keinen Fall treffen. Hat er auch nicht. Okay. Hat uns aber nur der gehört. Dort steht noch einer.
am Türmchen da. Das ist schon gut, ne? Mit dem Schleichschadensbonus. Aber jetzt gehen wir sogar noch gerade, steigern wir sogar noch die Fähigkeit. Oh, da. Aber ich glaube, den erwischen wir nicht. Der steht wieder so ungünstig irgendwo. Hinter diesem Blumen. Genau, die geht auch noch weg. Aber irgendwas haben wir getroffen. Den haben wir auch getroffen. Irgendwo da hinten ist der Dicke. Da sieht man ihn schon. Im Nebel rumschleichen. Ist natürlich gerade sehr atmosphärisch auch. Sich hier im Nebel ranzuschleichen. Solange wir nicht in eine große Koboldhorde reinstolpern, ist alles gut. Da steht der Schamane. Der muss weg. Ja, und da steht noch einer mit dem Schild, ne? Oh, und da kommt noch einer gelaufen. Jetzt wird es ein bisschen viel. Vielleicht. Okay, 80 Pfeile haben wir immer noch. Das sieht doch ganz gut aus. Da kommt der Dicke. Kein Sternchen. Moment, wenn wir den jetzt noch auf jeden Fall wieder hinhocken. Der soll auf jeden Fall den ersten Schleichschaden abkriegen. Dann verliert er schon richtig viel Energie. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, er hat uns nicht gesehen gehabt. Das hat ihm fast die halbe Lebensenergie weggenommen. Oh Gott. Er schreit so laut, das ganze Lager ist gleich wach. Oh! Da schleichen sie ja noch auf den Türmen rum. Oh! Und da kommt auch einer. Nicht nur einer. Der hat uns noch nicht gesehen gehabt. Und da war noch einer auf dem Turm, ne? Und noch ein Berserker, hören wir. Sag ich, das ist ein richtig großes. Die haben sogar drei Signalfeuer hier stehen, ne? Und noch, ach nee, ich wollte sagen, schon wieder noch ein Schamane. Immer noch das Totem. Oh, oh, keine Ausdauer mehr. Sämtliche Ausdauer fürs Schleichen verbraucht. Komm her, du bist doch ein normaler. Ja, zappling klein Viecher. Oh, oh, da ist doch ein Schamane neben dem, hinter dem Totem stand die ganze Zeit einer. Elendes Vieh. Was sich hinter dem Totem versteckt. Treffe ich ihn noch nicht mal. Ah. Erwischt. Im Nebel. Doch nur weil wir ihn schon angeschossen hatten, konnte man die Lebensenergieleiste ja sehen. So, da steht noch einer auf dem Türmchen. Guck mal, wie viele das sind. Wir haben es noch nicht mal reingeschafft ins Lager. Noch einer, da ist noch ein Schamane. Da steht doch was. Ist das kein Schamane? Ist das noch ein Totem? Haben die hier zwei? Die haben hier zwei Totems. Oh, wir haben schon ein extra Totem gefunden, das man als Deko aufstellen kann. Das ist ja cool. Vielleicht finden wir in dem anderen Lager auch noch eins. Dann haben wir schon zwei. Hätten wir zwei, dann könnten wir die bei uns im Schlafzimmer oben aufstellen. So als Nachttischlampen quasi. Noch ein Berserker da hinten. Drei Berserker hier. Was für ein riesen Koboldlager. Und wie lohnenswert, Leute. Zwei Totems. Vielleicht sogar noch mehr. Au! Du mistiges Vieh. Muss ich natürlich wieder anschleichen. Na komm, lock mal ihn erstmal ein Stück raus. Nicht mit mir. Du elender Moskito. Todeskito. Jedenfalls kein zweites Mal. So, da ist noch so ein Riesenvieh. Den nehmen wir erstmal ins Visier. Dann haben wir wahrscheinlich alles drumherum mit angelockt jetzt. Oh Gott. Natürlich hat der einen Stern jetzt. Au, der Speerwerfer aber nicht zum Glück.
Wir machen so wenig Schaden gegen den nur. Mit unseren besten Nadelfeilen. Ihr nervig kleinen Viecher! Oh Gott. Oh Gott. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Zu viele Freunde. Zu viele kleine grüne Freunde. Und ein ganz großer. Okay. So, den Rest jetzt so Pfeile sparen. Freu dich nicht so früh. Okay, dafür haben wir jetzt aber schon mal ein paar erwischt. Mal gucken, man kann auch wirklich durch den Nebel, kann man doch nicht sehen, wie viele da noch rumlaufen. Richtig, richtig fies. Aber wir haben zumindest schon mal zwei Totems da unten. Zumindest. Ganzen Lager durchsucht nichts, jetzt gleich zwei auf einmal. Zumindest mal zwei kleine Totems. Eigentlich brauche ich das Schwarzeisen noch gar nicht wegschmeißen. Wir sammeln davon sowieso noch so viel ein. So, da hinten kichert der nächste. Für den Nebel wird immer dichter. Noch einer. Daneben. Ich will die jetzt noch nicht einsammeln. Oh, Schamane. Und noch eine ganze Truppe ums Lagerfeuer da unten. Kannst du vielleicht jetzt mal bitte aufklaren? Die Sonne scheint schon den ganzen Vormittag, ganzen Tag über hier. Kann der Nebel vielleicht mal jetzt sich vielleicht ein bisschen auflösen? Sieht nicht so aus. Da kommt er. Nee, das sind das zwei Schamane. Oder hat er den, der hat einem seiner Goblins auch noch hier, der Kobold auch noch ein Schutzschild drauf gezaubert. Daneben. Wieso treffe ich das Vieh denn nicht? Ah, erwischt. Okay, wie viele Pfeile haben wir noch? 23, das wird aber jetzt langsam knapp. Aber es ist auch wirklich ein Riesenlager. Überleg mal, wie viel Kobold wir hier jetzt schon weggemacht haben. Und wie viele immer noch rumrennen. Ich fürchte, wir müssen sogar noch einmal zwischendurch nach Hause und nochmal neue Pfeile machen, bevor wir hier weitermachen können. Alles mitnehmen. Hier. Bleib mal hier und sammle was ich nochmal ein. Ich höre sogar noch einen Berserker, ne? Da ist auf jeden Fall noch der Schamane. Da war der Schamane. Einer steht auf dem Dach hier. Hat es auch gesehen. Jetzt kommt er aus dem Haus gelaufen. Ja, vielleicht sind es ja doch nicht mehr so viele. Gucken wir einmal außen hier lang, kurz. Da steht noch einer. Und da kommt noch einer. Und da ist noch einer. Okay, passen es doch noch. Hoffentlich habt ihr keinen Stern. Nee, du nicht. Und du auch nicht. Ja, Gerstenernte mal anders. Gerstenernte mit dem Stachelschwein. Funktioniert aber auch. So. Das ist wirklich ein Riesen-Koboldlager. Da kam auch schon die Idee rein, könnte man ja auch weiter ausbauen, versuchen so ein Koboldlager auszubauen. So ein bisschen hätte man natürlich gleich diese, weil diese Feuer brennen ewig, ne? Und quasi umsonst. Hätte man gleich Feuer und schöne Beleuchtung hier und alles. Man könnte es jetzt vielleicht, obwohl, na, wenn man es zu groß ebnet, dann passt es nicht mehr. Die Feuer stehen halt da, wo sie stehen. Aber so ein bisschen könnte man das auch versuchen anzupassen. Ich kann auch gleich hier verschwinden, das Schwarzmetall. So, doch, ich glaube, würde sagen, wir haben es geschafft, Leute. Das größte Koboldlager bisher. Und das lohnenswerteste. Zwei Trophäen gleich. Vielleicht sogar noch eine. Totems gleich. Bisschen Ernte nebenbei. Auf jeden Fall auch immer. Nicht verkehrt. Uah! Er hat uns gehört. Letzte Kobold im Haus. Aber wie ist es noch? Er scheint nur noch einer zu sein, der da irgendwie so auf der zweiten Etage wahrscheinlich. Nee, er steht hier unten. Okay, schießt hier unten. Auch gut.
Jetzt, wo es Kobaltlager leer ist, jetzt ist der Nebel weg, ne? Komplett. Natürlich. Natürlich. Gott, für eine schöne Weitsicht man hier haben kann. Ha, naja. Wir haben es auch so geschafft. Pfeilvorrat hat gereicht. Einmal ganz kurz alles durchgucken hier. Schwarzmetall kann hier bleiben. Das ist das Einzige, was wir nicht sammeln. Obwohl, da kann auch sein, mit den nächsten Updates, dass wir noch ganz viel Schwarzmetall brauchen. Aber das ist ja dann eben, das ist wirklich schnell gesammelt. Vor allem, wenn wir hier überall unsere Koboldlager noch haben, in denen die Kisten noch voll sind. Das löst sich ja nicht auf. Das despawnt ja alles nicht hier. Das heißt, das hätten wir dann noch. Braucht man nur hinfahren und einsammeln. Oder hingehen und einsammeln. So. Okay, Leute, das größte Koboldlager bisher. Tatsächlich drei große, vier große Feuer. Das wäre wirklich ein cooler Spot hier eigentlich, um das auszubauen, ne? Wir könnten ja mal so ein bisschen probieren, wie es so aussehen könnte. Wenn man hier nur so ein bisschen anpasst. Nur so ein bisschen. Immer jeweils auf der jeweiligen Höhe von dem Lagerfeuer. Mit so ein paar sanften Übergängen dazwischen irgendwie, dann lässt man das einfach so. Hier, das Feuer brennt ja auch immer. Das könnte aber schon irgendwie ein bisschen hier ein bisschen flacher werden, eher. So nochmal, genau, dass man die Balken gut sehen kann hier. Das könnte aber irgendwie schon auch nicht schlecht sein, ne? Ein paar von diesen, also dann würden wir die Sachen, die einfach so rumstehen, also ich sag mal jetzt diese Gerbgestelle und so, da würde ich vielleicht schon ein bisschen was von abreißen, auch von den Kisten, die einfach so rumstehen. Und hier mal gucken, das ist natürlich zu klein für uns, so ein Gebäude hier. Aber könnte diese anderen Sachen, sowas könnte man stehen lassen und diese kleinen Türmchen hier, ne? Und vor allem wäre natürlich wichtig, wäre am besten, wichtigsten sind eigentlich die Feuer. Dass wir hier so viel Feuer hätten. Leute, das wäre noch nie Idee wert, ne? Auch. Aber wir hatten, jetzt habe ich auch schon die Idee, da draußen an diesem Steinpfeiler was aufzubauen. Aber man kann ja auch beides bauen. Ich meine, wir können ja, man kann eh nicht genug schöne Sachen bauen in dem Spiel. Oh nein, das Feuer ist aus. Wieso bist du aus? Du hast das. Sind die beide aus? Wo ich gerade noch sage, die brennen doch ewig. Der Wind ist schuld. Oder? Weil es regnet ja nicht. Aber man sieht, die werden hier ja das vom Dings jetzt der Wind. Es ist zu windig, das Feuer wird ausgepustet. Jedenfalls die kleinen. Selbst die großen qualmen so ein bisschen hier vor sich hin. Starker Ebenensturm. Aber gut, die großen Feuer würden auch bei starkem Wind anbleiben. Die bleiben auch bei Regen an. Jetzt bin ich nicht sicher, ob was wir machen sollen. Aber das wäre eigentlich eine super coole Idee, finde ich. Okay, Liebe, ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge, weil jetzt müssen wir erstmal ein paar Gedanken machen, wie wir das machen. Und vielleicht kommen ja von euch noch ein paar Kommentare rein. Ich würde aber vielleicht sagen, wir machen vielleicht sogar beides. Das muss ich dann ein bisschen vorbereiten. Zumindest erstmal den Bau vorne an dem Steinpfeiler, dass ich das Baumaterial zumindest erstmal so weit rüberschleppe nur, dass wir dann in der nächsten Folge vielleicht anfangen können, da draußen erstmal unseren Anleger zu bauen. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir machen an diesem Steinpfeiler. Gucken, ob es überhaupt geht an der Steinsäule, an diesem Monolithen. Und wenn das geht, dann bauen wir da an dem Flusslauf erstmal so einen kleinen Anleger, beziehungsweise einfach erstmal unsere kleine Basis, unsere kleine ebene Mini-Basis auf dieser Seite auf. Irgendwas, was wir da um diesen Monolithen rumziehen, irgendeine Plattform. Und hier dieses Koboldlager übrigens, genau, das wird schon mal vorgemerkt hier, es wird anders markiert, noch zusätzlich mit einem. Kann man das sehen? Kann man nicht so gut sehen. Aber es ist auch groß genug mit so einem Lagerfeuerchen daneben und trotzdem aber durchgestrichen, es ist fertig. Und eins haben wir noch hier drüben. Okay, Leute, dann kommen wir zum Ende dieser Folge. Wie gesagt, vielen Dank, sage ich, fürs Zusehen, fürs dabei gewesen sein. Wenn euch dieses Riesen-Kobold-Lager, wenn euch diese Riesen-Kobold-Lager-Folge gefallen hat, würde ich natürlich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne meldet, Space mehr Prism und lasst ein Abo da, dann würde ich mich am allermeisten freuen. Das kann ich nur sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.